also Frau Moral, nicht? Wir hätten dann gedacht, wir machen so einen Sketch quasi wie die Teststrategie, ja, der Bundesregierung zum Schutz der Alten ausgesehen hat im Rahmen der Altenheime. Und da dachte ich, ich vertrete eher so die Sicht der Bundesregierung und Herr Uthoff spielt dann so einen Altenpfleger. Ja, genau. Ja. Entschuldigung, darf ich den Doktor spielen? Ich hatte sie jetzt eher als tot vorgesehen, weil als... Okay, bin so festgelegt auf meine Rolle. Ja. Wie sah denn jetzt die Strategie zum Schutz der Heime aus? Ach so, ja, man hat nicht an die zweite Welle geglaubt. Bisschen kurz, aber gute Schlusspointe. Ja, halt, stopp, wir sind auch gar nicht fertig. Nein, nein, wir proben jetzt den Sketch mal, ja? Also, tot, auf die... So, Uthoff, okay. Und zwar, im Oktober hat die Bundesregierung ja gemerkt, oh, da kommt eine zweite Welle auf uns zu, jetzt müssen wir was tun. Dann hat sie den Heimen gesagt, so, jetzt beschützt ihr mal eure Bewohner und die Leute, die dort arbeiten. Gute Idee. Bis Oktober sind ja auch schon 3.700 im Heim gestorben. Ja, ja. Und in der Praxis sah das dann so aus. Also wir, ich war vom Alten- und Pflegeheim, mussten jeweils ein detailliertes Konzept ausarbeiten, das wir dann dem Gesundheitsamt zur Prüfung vorlegen mussten. Genau. Guten Tag. Ich würde gerne einige Bewohner besuchen. Ja, ja, jetzt stören Sie mich doch bitte nicht. Ich muss hier ein Sicherheitskonzept, ein Konzept machen. Warum dauert denn so ein Konzept so lange? Ja, die Gesundheitsämter mussten das ja erst mal 4 Wochen lang überprüfen. So. Aber sehr gut. Ja. Nur eine Todung, gell? Ja. Aber im Dezember, so am 13. kam ja schon der neue Beschluss der Bundesregierung. Und die haben dann gesagt, die Länder müssen jetzt mal anordnen, dass bei hohen Zahlen wirklich niemand mehr ohne einen negativen Schnelltest in so ein Heim überhaupt reinkommt. Sie wollen mir jetzt nicht mit einem Schnelltest aufhalten, oder? Bitte, sollen wir jetzt auch noch alle Besucher und Pfleger testen? Ich bitte Sie, uns fehlen eh 100.000 Leute Personal. Bei uns kommt ein Pfleger schon auf 18 Alte. Da kann ich helfen. Ich gehe kurz rein und senke den Pflegeschlüssel, ja. Aber der geht ja schon wieder rein. Ja, da muss man eben Freiwillige für die Schnelltests abstellen. Ja, ich bin freiwillig. Ich will helfen. Wo sind die Nasen? Ja, nicht so schnell, nicht? Wir müssen ja erstmal den Bedarf für die Freiwilligen überhaupt feststellen. Der Bedarf, das kann ich Ihnen sagen, ist hoch, sehr hoch. Meinen Sie, aber die Zahlen, die waren so ungenau. Also da musste die Bundesregierung eben erstmal klären, wer bezahlt denn die Heime, wer bezahlt denn überhaupt die Arbeit dieser Freiwilligen? Ne? Kann man das denn nicht nachher machen? Nein, nein, nachher kam dann Weihnachten, nicht? Da hat man ja dann alles zugemacht. Nee, aber er kommt doch noch rein. Ja, ja, wir haben ja auch nicht die Heime zugemacht, sondern quasi die Ministerien, die das alles entscheiden sollten. Aber dann kam ja schon Neujahr und mit Neujahr eine neue Idee. Da hat man einfach gesagt, so, wie wäre es denn, wenn die Bundesagentur für Arbeit mit einer Hotline die Arbeit der Freiwilligen koordiniert? Wieso kann denn die Hotline der Bundesagentur für Arbeit die Freiwilligen vor Ort besser koordinieren als die Kommunen vor Ort? Oh, das habe ich leider trotz langer Recherche irgendwie nicht rausgefunden. Also wenn mich jetzt hier niemand koordiniert, dann gehe ich halt jetzt wieder, ja? Ja, ja. Aber wer testet denn jetzt vor den Heimen? Ja, da hat die Bundesregierung gesagt, so, jetzt kommt die Bundeswehr. Jawohl, antreten zum Testen, Helm ab zum Sekret. Warum denn die Bundeswehr? Aber egal, Hauptsache das geht. Nicht so schnell, ja? Nee, wir mussten ja erst mal klären, wer denn die Unterbringung der Soldaten überhaupt bezahlt. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein hier. Na ja, warten Sie mal, vor kurzem hat ja denn die Verteidigungsministerin ganz klar gesagt, so, die Kosten übernimmt sie. Okay, okay, und wie läuft das denn jetzt? Naja, also der Freiwillige, der helfen will, nicht wahr, der ruft bei der Hotline der Agentur für Arbeit an, ja, nicht wahr? Um dann vom Roten Kreuz darin geschult zu werden, seinem Kumpel, dem Soldaten, zu helfen. Frage, ist das jetzt eigentlich das Konzept, um 1.000 Tote am Tag zu verhindern oder zu ermöglichen? Also ich würde sagen, ja. Ja, und dann würde ich sagen, am Ende des Sketches blenden wir einfach die echte Nummer der Hotline ein bei der Agentur für Arbeit, wenn man sich freiwillig melden will, um bei Altenheim zu helfen. Ne? Sketch fertig, Problem gelöst. Nichts gelöst, weil die meisten Alten hole ich mir gar nicht im Altenheim, sondern beim Hausbesuch. Opa! Busse! Hallo Leute, die Anstalt hat was Neues. Was machen Sie da? Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären kann, was Sie... Doch, erklären Sie das ruhig. Das ist unser YouTube-Channel. YouTube. Also im Prinzip können die User den Channel abonnieren hier und auf weitere Videos hier gehen. Und